Ich bin in die Band gekommen 1991, also ins Vorgängerprojekt, aus dem schlussendlich Vermillion entstanden ist. Die Band hat damals einen Schlagzeuger gesucht. Ich habe Jens vorgeschlagen, ob er da mal vorspielen dürfte. Ja, bei diesem Vorspielen habe ich halt Jens an der Gitarre begleitet und schlussendlich sah es dann so aus, dass die Band wohl auch einen zweiten Gitarristen noch gesucht hat. Ja, und so wurde ich dann gefragt, ob ich halt mitmachen möchte. Und ja, und da bin ich in die Band gekommen. Eigentlich relativ unspektakulär. Ja, und der Rest ist Geschichte. Die Band hat sich dann aus Slingshot zu The Effigy, zu Moonlit und schlussendlich dann zu Vermillion entwickelt über verschiedene Line-Ups. Und Jens und ich sind also im Grunde die Konstanten jetzt über die ganzen Jahre, mittlerweile jetzt im 20. Jahr. Ich, ja, in der Grundschule ganz stinknormal musikalische Früherziehung, habe mit 9 oder 10 Jahren Klavierunterricht genommen, was völlig bizarr war. Wir hatten 2 Gitarren zu Hause, meine Mutter spielt Gitarre oder hat Gitarre gespielt, mein Vater hat Gitarre gespielt und André wollte unbedingt Klavier lernen, was völlig bescheuert war. Habe 1 Jahr, 1,5 Jahre Klavierunterricht gehabt. Hab's dann aber an den Nagel gehängt, weil Klavierspielen fand ich dann doch sehr uncool. Das Instrument konnte man nirgendwo hin mitnehmen, wenn die ganzen Freunde draußen zusammen gespielt haben, musste ich zu Hause sitzen, Klavier üben, eine Gitarre kann man schon mal mitnehmen und habe dann also mit 11 oder 12 Jahren dann das Klavierspiel mir rangegeben. Bin dann über unsere Realschulband mit 87 war das, mit 14 an die E-Gitarre gekommen, habe einem Kumpel seine alte E-Gitarre für völlig überzogen 180 D-Mark abgekauft und habe dann damit die Schulband quasi unsicher gemacht und ja, so ging das dann los. Dann nach der Realschule in der Ausbildung kam es dann eben zu besagter Audition bei The Effigy und bin dann ja, halt bei der Band geblieben. Mein bestes Erlebnis als Musiker, ein tolles Erlebnis war sicherlich, überhaupt in die Band reinzukommen, zuerst mal in der richtigen Band. Außerhalb der Schulband zu spielen, was sicherlich auch interessant war, aber mit richtigen Metal-Typen Metal zu spielen, das war schön. Der erste Auftritt, 92, mit Cover-Songs von Metallica, Queensrÿche, Iron Maiden, Guns N' Roses, Black Sabbath. Das war sicherlich ganz einschneidend. Dann, klar, so die ersten selbstproduzierten Tonträger in der Hand halten, also die beiden Effigy-Demos und natürlich die erste Moonlit-CD, das war also schon ganz großes Kino für mich. Und natürlich der erste Auftritt mit dem späteren Moonlit alleine, ab danach unter dem Namen The Effigy, aber schon mit den Songs vom Moonlit-Album und auch mit der Geige dabei. Und das war, würde ich sagen, schon mit einer der größten Sachen. Das war ganz großes Kino, ja. Doch. Mein schlimmstes Erlebnis als Musiker war sicherlich 1997. Damals mit Moonlit, war kurz vor der CD-Veröffentlichung, da haben wir ein Konzert im Raum Schmallenberg gespielt. Und der Tontechniker an dem Abend war ein Vollpfosten vor dem Herrn. Er hat beim Soundcheck mehrere Endstufen durchgeballert und hat dann, als wir angefangen haben, trotz mehrmaliger Signale, das übliche mit der Taschenlampe von der Bühne runterblinken Richtung Mischpult, nicht gemerkt, dass wir angefangen haben. Und er hat einfach den PA-Sound nicht hochgedreht. Das heißt, im Grunde hat das Publikum nicht gemerkt, dass wir angefangen haben. Wir haben also im Grunde vor 400 Hinterköpfen gespielt, bis er dann nach der Hälfte des ersten Songs gemerkt hat, upsala, da passiert doch was. Ja, boah, den Kerl hätte ich ja mögen können. Ja. Das war so schlimm. Und das andere schlimme Erlebnis, was dann aber für mich auch substanzieller war, ist die Begebenheit gewesen, als wir entschlossen haben, die zweite Moonlit-CD die wir aufgenommen haben, nicht zu veröffentlichen, weil das Studio da am Sound ziemlich rumgebockt hat. Also diese Fix-It-in-the-Mix-Geschichte hätte man selbst da nicht mehr machen können, weil es einfach vom Schlagzeugsound her gruselig war, die Gitarren klangen nicht. Ritzi hatte mit dem Gesang unheimlich Probleme, was aber sicherlich auch an den ganzen Umständen lag, weil er gemerkt hat, dass wir alle unheimlich unsicher waren. Und das ist für den Sänger ja auch nicht toll, wenn die Bands dann ihm nicht die Sicherheit vermittelt, die er als Sänger vielleicht braucht, und dann wirklich zu der Entscheidung zu kommen, zu sagen, wir haben jetzt jede Menge Zeit und jede Menge Geld in den Sand gesetzt für nichts und wieder nichts. Das war, würde ich sagen, die schlimmste und auch schwerste Entscheidung, also die Sache wirklich zu beerdigen. Die Musikszene hat sich in den letzten Jahren unheimlich verändert durch die ganzen Download-Geschichten. Es werden weniger Tonträger eigentlich angeboten. Es gibt kaum noch kleine Einzelhändler, die Tonträger anbieten. Jetzt für die Leute, die Musik kaufen. Du holst dir Musik aus dem Netz, was an die Produktion und an das Vertriebnetz erstmal ganz andere Anforderungen stellt. Und auch an die Vermarktung. Die Vermarktung findet jetzt hauptsächlich im Internet statt. Also wenig Zeitungswerbung, vielleicht höchstens über Interviews. Fernsehwerbung jetzt im Metal-Bereich sowieso nicht. Es sei denn, Metallica haben mal wieder ein Album draußen. Das wird dann mal am Fernsehen beworben, oder war es dann aber auch. Und ja, das ist also schon sehr schwer für Musiker, ihre Sachen an den Mann zu, was heißt schwieriger, aber es ist so umfangreich, dass es also sehr schwer eigentlich zu überblicken ist, und es für Bands, die ihre Sachen selber vertreiben, so wie wir das eigentlich bisher immer gehandhabt haben, ist es nicht mehr so einfach wie früher, weil früher gab es nur diesen Postweg. Du hattest auf deiner Webseite die Adresse, wo du die CD beziehen konntest, die Leute schickten dir das Geld, du schicktest die CDs, das war eine Sache, und jetzt geht es über so PayPal-Geschichten, Downloads, man kann sich auf verschiedenen Download-Portalen anmelden, wo die Songs dann angeboten werden, verschiedene Abrechnungssysteme, und das ist erstmal von der Vertriebsseite her, finde ich, unübersichtlicher geworden. Das ist nicht unbedingt schwieriger, aber unübersichtlicher, und was die Musikszene an sich angeht, habe ich im Moment das Gefühl, dass die Musikszene, ich kriege das nicht nur vom Metal, sondern ganz allgemein so ein bisschen die Nummer Sicherschiene fährt. Wenn sich eine Spielart oder ein Stil irgendwo etabliert haben, dann wird erstmal versucht, diese Schiene auszureizen, und es wird wenig rumexperimentiert. Also ich vermisse, und da gehe ich jetzt aber speziell auf den Metal, gerade so diese Bands, die rumexperimentieren. Es gibt Bands, die sich über die Jahre verändert haben oder immer wieder verändert haben. Paradise Lost sind da ein gutes Beispiel, die ja im Grunde zwischen 1994 und 2006, 2007 im Grunde auf jedem Album anders klangen, was ich persönlich grandios finde. Oder Anathema, die ja doch immer im stetigen Wandel sind seit Alternative 4. Porcupine Tree, jetzt um im Art-Rock zu bleiben, solche Bands gibt es zwar, aber das Gros fährt dann doch die Nummer sicher Schiene. Also im Moment ist es gerade im Metal so, habe ich das Gefühl, dass so diese 80er-Jahre-Schiene wiederkommt, wo ich persönlich nichts mit anfangen kann, gar nichts, weil ich denke, die 80er sind lange vorbei. Das also ich persönlich brauche es heute nicht nochmal, und ich denke, man sollte nach vorne gucken, statt Sachen, die andere Leute vor 20 Jahren gut gemacht haben, heute nochmal aufzukochen. Also niemand braucht noch eine Band, die wie Guardian klingt oder die wie Judas Priest klingt oder die wie Iced Earth klingt oder was weiß ich, die wie Metallica klingt. Also es braucht die Welt meiner Meinung nach einfach nicht, aber es entscheidet schlussendlich dann aber auch der, sagen wir es wie es ist, Musikkonsument, der Käufer, ob er es akzeptiert oder nicht. Und ich glaube, die Käufer sind im Moment genauso wenig experimentierfreudig, was das angeht, wie das Publikum, von daher, wie die Bands. Und von daher ist es für die Bands, die von der Musik leben müssen, eine schwierige Gratwanderung zwischen künstlerischem Arbeiten und kommerziell erfolgreich zu sein und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich bin froh, dass wir bei Vermillion da alle unsere Jobs haben und nicht auf die Band als Geldquelle angewiesen sind. Und von daher werden wir also immer unser Ding, denke ich, durchziehen. Das wichtigste Nahtziel ist klar: stabiles Line-Up. Naja, das funktioniert. Klar, also ich wäre sehr froh, wenn wir den Sebastian dann auch nicht nur als Live-Basser, sondern wieder fest in die Band reinkriegen. Manchmal macht Bassspielen zwar Spaß, aber ich bin in letzter Konsequenz dann doch bei Vermillion der Gitarrist und habe dann mit dem Produzieren auch genug zu tun, da muss ich nicht mehr Bass spielen. Und wenn der Sebastian den Job wieder Vollzeit übernimmt, fände ich das cool. Ansonsten stehen natürlich dann hoffentlich bald Auftritte an, wenn wir die Songs alle komplett mit Gesang und so weiter und so fort ausgearbeitet haben. Und zum Spätherbst ist mein persönliches Nahziel ein Album. Also ich denke, dass wir so diesen Herbst auf jeden Fall einen Tonträger veröffentlichen sollen. Sei es als reine Download-Geschichte, sei es auch als in Anführungsstrichen physikalischen Tonträger CD oder weiß der Geier, was es bis dahin gibt. Keine Ahnung. Ja, das sind so Ziele.